ich finde das Wahnsinn eigentlich ein bisschen unwahr. Es ist eine Hotelanlage bzw. eine Shopping Mall und dann ein Eishockeyfeld innen drin. Es ist, man glaubt es nicht. Und mitten wirklich in den Vereinigten Emiraten, das glaubt man nicht. Es ist echt ein kleiner Klimaschock hier. Aber schön, ganz cool. Wir haben keine Socken an, also jedenfalls ein Großteil. Man braucht dieses Gefühl fürs Eis und Socken würden da nur stören, die schlagen Falten und muss wirklich mit jedem Schritt muss man das Eis fühlen können und das ist eigentlich wichtig. Deshalb laufen wir ohne Socken. Ja, und unsere Schlittschuhe sind, die Kufe ist ein bisschen länger im Vergleich zum herkömmlichen Schlittschuh. Wir haben keine Zacken dran und der Schuh ist wahnsinnig scharf. Nur ich will gewinnen, es lastet auch Druck zum einen von der ganzen Mannschaft, vom Trainer und von den Sponsoren, die wollen dich ja auch ganz oben sehen. So, jetzt das erste Mal vom Paragliden. Ich habe es noch nie gemacht, Fallschirmsprung ja, aber hinterm Boot hergezogen werden und das in ein paar Meter Höhe. Ich bin echt ganz gespannt, ich hoffe, dass es alles gut geht. Es war unglaublich schön, aber es war echt nicht gefährlich und mir fehlt einfach ein bisschen der Speed dabei. Es war, hat Spaß gemacht, aber ein bisschen mehr Speed wäre natürlich schön gewesen. Hi, Hi Abdul. How are you? Perfect. Hi, what you got for us? Yeah, so